Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir ja in den ersten 10 Minuten nichts erreicht, in den nächsten 10 Minuten auch nicht mehr erreicht. Wir sind von hier bis hierhin gekommen. Geil, ne? Die Domäne von Opa, von Sorey und Mikleo scheint irgendwie geschwächt zu sein oder nicht mehr vorhanden zu sein. Und anscheinend soll der Wald hier auch irgendwie schlimm aussehen, obwohl ich keinen Unterschied sehe zum letzten Mal. Und ja, da ist ein Stern und den greifen wir. Oh Mann. Da war was. Oh nee. ゼンライ様の領域内でも力を発揮できるものがこの地に氷馬や人を招き入れたのでしょう。ヘルダルフ、やつがカムラの踏み入れた目、人間に封印を破壊させようとしたのかもしれない。どうかな。あいつは魔王坊と繋がってる。もともと封印なんぞ何の役にも立ってねえだろう。ああ、きっとヘルダルフはもうカムランで俺たちを待ち構えてると思う。これはきっとただの嫌がらせだ。 Aber da sollte Layla stehen, weil die stand auch irgendwie da vorher und auf einmal war sie weg. だって故郷や親がひどい目にあって平静でいられるわけないって。スレイさんの心を傷つけるため、かの者が何を企てているか想像つくよ。それだけは絶対阻止しなきゃ。行きましょう。Ja, okay, war. Oder gerade irgendein Viech war, der uns vielleicht jetzt oder vielleicht auch nicht angreifen wird. Was? Was? Nee. Jetzt habe ich Angst. Geh weg. Ich will verdammt nochmal Edna steuern. Was? Der hat sich vor meinen Augen verwandelt. Fehlschuhe. Er hat neuere? Ich glaube nicht, ne. Nee. Okay. Warum sollte Helldive irgendwas machen, um Sorey zum Verzweifeln zu bringen? Er will ihn doch auf seine Seite ziehen. Er gibt ihn ja nur noch mehr Gründe, ihn zu hassen. Oh Mann. Oh Mann. Ist wirklich da ein Speicherpunkt. Ich habe jetzt nicht richtig erkennen können, was das für ein Viech ist, aber so auf den ersten Blick sah es aus wie so ein Cerberus. Mal schauen. So. Seit der letzten Aufnahme nicht gespeichert, also bitte, die Aufnahme muss geglückt sein. Also die Aufnahme ist geglückt. Was rede ich denn eigentlich? Weil diese Aufnahme muss geglückt sein, sonst hat man die ersten 3 Minuten nichts gesehen. Boah. Ja, fast, du hast nur 2 Köpfe. Und ich hätte was essen sollen, ich Idiot. Kerberos, was? Ihr fehlt ein Kopf. Beiden Köpfe müssen jeder eine andere elementare Art und achtet auf, aus welcher Element ich vorbereitet. Oh nein, er hat 2 Köpfe. Woher sollen wir wissen, welcher von der gut und welcher der böse ist? Ich glaube, die sind beide böse. Kann ich beide angreifen? Nö. Also immer noch 40.000 AP. Okay, habe ich bei Maltran auch gesagt. Du bist nicht anfällig. Warum steuere ich jetzt? Könnt ihr aufhören, das Team zu ändern, wenn... tun immer das Team ändern. Den Cutscenes, das darf doch nicht wahr sein. Amateur,
irgendwas neutral an. Okay. Bros, du willst dich irgendwie nie mit mir verbinden, das Spiel. Ich mesh den Angriff immer. Du bist gerade mit dem Angriff. Ah, jetzt bist du dran. Komm mal her. Wir haben wieder das alte Problem. Bams. Verdammt, da gar nicht viel gezogen. Wir haben schon wieder das alte Problem, dann ging er nicht auf mich losgehen. Da ich werde ab. Wie soll ich denn bitte schön gegen. Boah. So, gucken wir halt mal. Jetzt steuern wir mal eben. Es geht auf mich los, gut. Ja, Sperrbogen, Handschuh vom Wasser. Keine Ahnung. So, weil ich jetzt sag, boah. Wenn ich den Charakter wechsle, scheinen die. sich zu entbinden. Und ihren Seraphen. Jedes Mal. Vielleicht auch besser, wenn ich auf ihn nicht losgehe, dann kann ich jeden verprügeln, wie blöd. Ich war mal fern. Wand, ey, über dich. Klar, hat bei Bossen nicht funktioniert. Warum auch? Kannst du nichts? Ich habe Tränke des Lebens gekauft. Oh ja. Wenn du einmal betäubt bist, bist du dran. Sag ich dir schon mal. Oh. Ich habe keine Lust auf diesen Stress, also hier. Also nie Bosse gesehen, die so versessen auf einen Charakter immer sind. Denn dann. Ja, gehst du auf mich los. Ne? Selber schuld hier. Gibt's einfach nicht. Vor allem, das war irgendwie halt nervig in Tales of Graces F, dass die Bosse immer ihre Ziele gewechselt haben. Es nervt mich irgendwie, dass die nur immer auf die gleiche Person losgehen. Okay, mein. Sorry, vielleicht. Kommt mit mir, euer oder so. Nein, 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 nein. Er muss im letzten Moment noch reiten. Das ist ein einfacher Boss für Level 88. Hey, hör auf damit. Ist das dämlich? Okay. Wer hat die hochgestuft? Ja, okay. Segenkugel, ja. Ja, mal gucken, wie viel es davon gibt. Wohl, nee, ja, möchte ich nicht gucken. Da. Gesundheit. Und weiter. Ja, der Boss, der war ja relativ easy.
Ah, was ist hier los? Durch noch so einen schwachen Boss auf mich werfen, habe ich kein Problem mit.戦場と同じね。氷間に待って自分を失い。お互い傷つけあったんだ。どうしてこんなことに。昔ヘルタルフが考えたのと同じことをしようとしたのかもしれない。いずちやカムランは戦略的に価値があるんだろう。もう戦争は終わろうとしてんのに。戦争を終わらせたくないバカがいるってことでしょう。けどよ、こいつらのせいだけじゃねえな。これどっかからすげえ汚れが溢れてやる。母が施した封印が破られたのかもしれない。 Ja. Okay, war klar. Gut. Es geht. Nein, okay. Gehen wir erstmal ins neue Haus. Oh, sehr gut. Okay, das war weniger ergiebig, habe ich das Gefühl. Ich kann da nicht schlafen, nein. Als wenn ich müde bin. Ich weiß, mein Opa könnte vielleicht tot sein, aber trotzdem. Ich kann dort trauern und müde sein. いや、せやのメア。ハイランド兵の亡骸はあるのに、森の仲間の痕跡がない。メンション、セラフ。悪い方に考えないで、二人とも。そうだよ。きっとみんな上手く逃げたんだって。そうだな。もっと隅々まで探してみよう。この感じ、じいじ。 これは結界ですわ。前代様がここに人が入らぬよう施したのでしょう。スレイだって。スレイ。スレイ。スレイ。よかった。みんな無事だったんだ。じいじは俺たちをここに残して人間を追い払うって。この汚れのさなかにお一人で。すまん。俺たちも行くべきだった。 俺たちが、ついて行っても足で纏いになるだけ。じいじを見殺しにしてしまった。反省はしても後悔はするな。バイライラ。じいじがそう簡単にやられるもんか。バイライラ。探してくる。タイム、みんな、ここを動かないで。無事だったんだ。じいじだってきっと。 Okay, gehen wir mal rein. Opas Brief. Oh. Sre, sre te, watashi zenrai wa ningen Sre to tenzoku Mikurio no shussei no shinjitsu wo koko ni kaki nokosu mono de aru. Jiji no shuki ka? Sre to Mikurio wa 最悪の時代が始まった村、カムランの生き残りである。 ミクリオの母は先代同士ミケルの妹ミューズ。スレイの母はカムランの住人セレン。私はカムランを脱出してきたミューズから二人を託された。私は領域によって井口を閉じ、二人を外界と切り離して養育すると決めた。我が力が続く限り の小さな赤子たちを守ろうと思う。我が家族として。メイビンおじさんが見せてくれた記憶。ああ、魔王が氷魔化した直後のことだ。ライラ、あなたが前来にあったのもこの直後なんじゃない？そっか。じいじからカムラの事件と
最悪の時代の始まりを知らされた。それで制約で浄化の力を手に入れ、同志の出現を待ち続けたってことか。お二人の名前までは伺いませんでした。スレイ、他に書いてあることは。願わくば時代の仇を背負わされてしまったこの子らに平穏な日々を。だがもし、スレイ、だがもしこの子らが宿命を乗り越えて世界を開くことを望むなら、その意志と未来に人と天族の加護があらんことを心より願う。本当に分かってたんだな、じいじは。じいじ。Nochmal die Luft. Und als Opas Pfeife, okay.Was geht ab? Ja, einzigartige, glaube ich, ne? Gut. Um jetzt mal genau hin zu Kamlan, aber wo ist das? Doko? Jiji が向かった最悪の始まりの門って。Izuchi にそんな。Da sehe ich schon wieder jemanden. Mabi no. Ah.もはや手応えは測れんな。だからこそ手は唯一となり、それにかけねばならなくなったのだろう。貴様、お前らが何を企もうと関係ない。俺の答えは決まってる。憎かろう、私が。撃ちたいだろう、私を。じいじはどこだ、サイモン。最悪の始まりの門に殺到した人間を覗きに向かった。もはや全て手遅れだがな。Ich dachte, sie verwandelt sich jetzt irgendein Helion. So, Simon wird sie ausgesprochen. Gut. 不思議ちゃん、不安みたいね。スレイさんの成長が予想以上だったのでしょう。この後どんな手を使ってもスレイは全部跳ねのけるかもってビビってる。ですが彼女が見出した唯一の策までスレイさんが跳ねのけられるか、正直私も不安ですが。Ein Schlagwerk geil. Sieht aus wie One Punch Man oder was? あの子はこんな思い知らなくていい。あの子が覚悟してたとしても、エドナさん。さすがにマジモードだ。あなたも珍しくマジモードが長いじゃない。いいことですわ。ザビーダさんはずっとマジモでお願いします。お、ライラが言うならそれもありか。惚れちゃうぜ。いや、もう結婚する。ライラのバカ、ほっとけばマジモのままだったの。ごめんなさい。わあ。So, Soraya hat, glaube ich, gesagt, wo wir hin müssen, aber dann bin ich auf einmal in Simon reingelaufen und ja. Ich nehme mal einfach an, es ist da. In den Ruinen. Warte mal, ich habe doch hier meinen Reiseführer. Zu spät, das bezweifle ich. Das war eine ziemlich offensichtliche Provokation. Boah.Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Das kann natürlich auch sein. Passiert hin und wieder mal. Vielleicht ist auch hier irgendwie ein seltenes Monster oder so. Wir sind ja mittlerweile in diesem einen Wald, ist ja auch eins. Hier sind die Schätze nicht respawned. Aber es gibt kein Dingens hier, ne? Kein Herrscher des Landes.Alle. Ich glaube, ich mache auch nicht mehr viel. Kann ich in den Ruinen rein? Wäre das schon ein bisschen offensichtlich.
Da muss ja bestimmt auch noch irgendwas sein. Wenn ich vorstelle, dass da nichts mehr Optionales noch ist in diesen Ruinen. Okay, das ist ziemlich offensichtlich. Eldalf, wo bist du? Da gibt es nur einen Rundsaal. Die ganzen Speicherpunkte hier sind hier doch nicht weg. Kann man schon sagen. Okay. Ich kann mich ja hier nochmal umgucken. Was passiert eigentlich? Das müsste ich mal irgendwann. Okay, die Frage möchte ich nicht beantwortet bekommen, aber ich mich wundere mich gerade, was passieren würde, wenn man Heldalf in so ein, sagen wir mal, Dingens besiegt hätten wir. In dem in Eifrits Jagdrevier. Da haben wir ja Heldalf schon gefunden, bevor wir eigentlich zu ihm hin mussten. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man den erledigt hätte. Ich war ja auch so chancenlos nicht. Ich glaube, ich hätte den sogar irgendwie nach der Zeit besiegt. Weil der ist, glaube ich, Full Power Modus so in den letzten HP gegangen. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber im nächsten Part werde ich dann. Ich habe jetzt die Pfeife, also können wir jetzt zum Cuts Corner gehen, nehme ich an. Oder jedenfalls Informationen bekommen. Und er hat doch gesagt, mit dem Beweis von einem hochrangigen Seraphen kommen wir da rein. Habe ich jetzt, also kommen wir hoffentlich zu Cuts Corner. Weil in diesem Part geht es dann ja nicht mehr weiter anscheinend. Erstmal. Gut. Gucken wir uns hier noch die Reste an. Vielleicht bin ich auch richtig. Ich habe so eine Angewohnheit, irgendwie offensichtlichen Wege hier nicht zu bemerken im Dialog. Also ist keine gute Voraussetzung für einen Let's Player. Macht bestimmt im Bundsaal, ne, der Hellife. Guck mal. Ja, da ist er anscheinend nicht. Ich möchte jetzt auch jetzt noch nicht im Dings gehen, im im Cuts Corner machen wir in der nächsten Folge. Hallo, bist du denn? Engel. 89. Boah, habe ich viel abgezogen mit einem Schlag. Er reflektiert 60% aller nicht elementaren Angriffe und dennoch ist das genau das dummerweise seine Schwäche. Wir müssen uns unsere Angriffe gut überlegen. Ich stimme zu, aber wir müssen auch seinen Sperrangriff genau abwägen. Wir können uns selbst aus sicherer Entfernung das Leben schwer machen. Den kann ich mir abschreiben, hab ich das Gefühl. Ja, ich plane nicht, den Kampf hier zu gewinnen. Merkt man bestimmt.
Geh weg! Ich will mich nicht versuchen, den Kampf zu gewinnen. Sieht nämlich gerade so aus. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Party hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.